Ja, guten Tag zusammen. Willkommen zurück bei 7 Days to Die. Vor mir steht schon der Bat. Hallo. Tach. Und auf der anderen Seite, da drüben irgendwo, da ist die Xyra. Hallo. Genau. So, wir haben ein bisschen Nacht, ne? Oder naja, was heißt Nacht? 21 Uhr. Das heißt alleine Zeit zum Craften. Ein bisschen Nacht. Was ist denn viel Nacht? Viel Nacht ist so bei 1 Uhr rum. Weiß man eigentlich, ja. Ja, ja. Ja, gut, entschuldige. Eigentlich eine gesunde Zeit, um einen gemütlichen Spaziergang zu machen. Ja, genau. Holz. Hast du Holz ja, dabei? Ja, habe ich. Ja, en masse. Das ist gut, da kann ich nämlich schon produzieren. Brauchst du nur Holz oder brauchst du Planks? Nee, Holz. Richtig Holz. Reichen dir erstmal 32 oder willst du? Ja, ja, reicht. Bisschen zum Kochen. Danke. Kommt ihr klar da drüben? Aber heuer die Waldfee. Ich sag es dir. Na. Es hat nie besser zwischen warte mal. Heute. Okay. Horde. Glaube ich. Wollte gerade sagen, ich höre da draußen noch was. Ja, am besten gar nichts machen. Alle hinknien. Ich bin schon sensed. Oh, was jetzt? Aber kein, oh, keine wie Horde. Ruckelt das? Ach nee, was ist denn hier bei mir? Oh, das leckt aber richtig. Na gut, ich glaube, wir müssen ihr helfen. Ich befürchte auch. Ich habe leider nur nichts zum Schießen. Doch, du hast in deiner Müllkiste sind 62 Schuss drin, die kannst du dir aber ausmachen. Ah, da, wunderbar. Also gleich greife ich auch zur Pistole. La Pistoletta. Ich sehe nicht einen Zombie. Ja, aber wir sind ja sind da. Alle auf der Vorderseite da. Tja, und was sagt uns das? Dass ich meine Gitter zum Rausschießen nicht hätte bauen sollen. Ich meine, wenn ich da jetzt schon rein könnte, wäre ja alles schick. Weil dann könnte ich ja super schießen. Naja, geht ja nicht alles von heute auf morgen. Muss man ja nach und nach aufbauen. Nee, aber jetzt habe ich das Problem, dass sie da drin sitzen und mir die kaputt kloppen. Jetzt haben wir sie nämlich an den Backen. Hallo? Eigentlich müsste man ein Gebäude so bauen, dass man von weit oben direkt vorne an Anschluss seiner Mauern schießen kann. Ja. Das heißt also nach oben hin eigentlich spitz zugehend. Ja gut, also so funktioniert das hier schon, also... Ich bin gerade überlegen, einmal runter zu gehen. Nee, ich will lassen. Das ist völlig. Definitiv will ich das lassen. Ich habe aber Angst um mein Häuschen. Ach. So schnell passiert auch wieder nichts. Du hast ja unten alles mit Metall ausgekleidet, da passt nicht so viel. Sag mal, ich habe nichts zum Nachladen. Stimmt, ich habe meine Munition dir gegeben vorhin. Mhm. Wo habt ihr hier denn was? Das Schlimme ist, ich kann die Viecher auch nicht sehen. Ach da. Alter, voll, ich denke, ihr seid so reich an Munition. Nee. Ja, der Kollege verballert die ja auch. Ordentlich, also. Komm, wir produzieren gar nicht mehr leer. Das kannst du auch nicht sagen. Doch, definitiv. Ratatatat, natürlich ich immer nur ratatatatat. Weißt du? Ist doch kein Wunder, dass wir keine Munition haben. Das ist bestimmt ein Spielebug. Nein, ich glaube nicht. Lebt die überhaupt noch? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, wir sollten die Bauweise von unserem Gebäude nochmal überdenken. Nö, die ist schon okay so. Wenn man das erstmal fertig hat, dann geht das. Das passt schon. Wieso, was willst du denn daran ändern?
Ja, ich bin gerade so überlegen, dass man das Haus so baut, dass man von oben auf jeden Fall an alle Ecken rankommt. Das heißt quasi, als wenn wir so ein Geländer rundherum bauen. Das ist ja das, was ich gefragt habe, ob wir drumherum sowas wie bei Xyra machen, nur dann eben... Warum wird das denn auf einmal hier so? Okay, egal. Ob wir dann halt so zwei Block breit denn da so ein Wall sozusagen bauen, wo man in der Nacht rumlaufen kann. Oder eben halt nicht. Klaust du gerade meine Idee? Ich glaube nicht. Nee, aber ich glaube, das sollten wir machen. Weil jetzt, gerade dass sie unten durchlaufen können und... Ja, ist ja noch nichts los hier, also ist auch entspannt. Nur das frisst halt irre viel Material, also müssen wirklich so viel Eisen verballern. Ja, es wird ja auf jeden Fall nicht die letzte Folge sein, von daher. Nee, das ist richtig, es sei denn, wir müssen nur mal von vorne anfangen, wenn erstmal Version 9 kommt oder Version 8.7. Ja, daran mag ich noch gar nicht denken. Wahrscheinlich in dem Augenblick, wo du fertig bist mit deinem Ball, dann zack. Aber es ist ja immer so. Oh, es ist schon wieder 7, siehst du. Dann ist er gleich. Ah, Beton ist schon gut. Wir sind noch nicht in deinem Haus drin, hier, oder? Nee. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich bräuchte, weil da kann man nicht mit Armbrust durchschießen. Ich bräuchte jetzt mal ein bisschen Munition. Herr von und zu. Gibst du mir bitte was ab? Kommst du mal rein? Es ist noch nicht... Ja, die sind bei mir auch unten drin. Würdest du mir denn jetzt bitte was abgeben? Ja, aber natürlich. Brüderlich geteilt. Ja. Frau wird sauer. Eine hängt da schon drin, den habe ich schon abgeknallt gerade. Also es funktioniert mit Durchschießen. Ja, nur eben nicht mit Armbrust. Ja, das kann sein. Wie komme ich denn jetzt hier eine Etage tiefer bei deiner Wohnung? Boah, ist denn noch nicht mal alle Türen entsperrt? Akzeptier's halt, du sollst da nicht rein. Ums Verrecken! Wo ist übrigens die Kartoffel, die hier angepflanzt worden ist? Ja, ich habe keine Ahnung. Ich kann es dir nicht sagen. Also mir wurde immer gesagt, hier wurde eine Kartoffel angepflanzt. Ich sehe hier aber keine. Ich sehe auch keine Kartoffel. Ich habe aber eine angepflanzt. Hast du eine Gardening-Hoe? Nee, ich habe die Fläche genommen, die schon bearbeitet war. Da war gar keine Fläche bearbeitet. Geht ja gar nicht, wir haben ja gar keine Gardening-Hoe. Die eine Fläche sah aber so dunkel aus. Mach nee, nicht. Ich hab noch eine ganze Kartoffel. Oh, das ist gut. Wir auch da kommen ja, glaube ich, irgendwie 4 Setzlinge oder was raus. Keine Ahnung. Ja. Die dunkle Ecke war die Pinkelecke von Nordisch. Das kann natürlich sein, ja. Da wächst ja auch am meisten. So, ich gehe jetzt runter. So, in der nächsten Nacht kann ich dann nämlich einfach hier runter in meinen kleinen Käfig und von da aus ringsherum alles abballern. Ja, mein kleinen Käfig. Ja, in meinen kleinen Käfig. So, dann muss ich noch machen. Käse hatte ich doch auch hier da. Mensch. So, ich glaube, es wird mal wieder Zeit, dass ich an meinen kleinen Anbau umbastle. Oh, gerade die unwichtigen Sachen zuerst, ja? Das ist, pass mal auf, das unwichtig, Ding wird noch ja, genau. Strategisch wird das noch nee. Wirklich, doch, warte mal ab. Niemals.
Das wird ein strategischer Zufluchtspunkt. Nee. Ah. Hm. Der muss immerhin mein Haus nicht mehr herhalten. Genau. Ja. Find du mal lieber Eisen. Ja, ich mach mich auf den Weg. Und das brauche ich. Und zwar am besten gleich 5000 Eisen herstellen können. Da ich ja quasi der Maulwurf unter uns bin. Ja. Und Blei musst du finden. Lead Ore. Blei. Massig Blei, weil ich habe hier so viele Bullet Tips sag ich schon hier. Bullet Casings. So, war das so rum? Ja. Ich glaube, dafür muss ich mir erstmal gleich nochmal Kaffee machen. Kaffee habe ich gerade gekocht. Wunderbar. Da ist so eine Saufkiste. Was quäl ich mich hier ab? Ich werde, glaube ich, auch noch mal gleich ein bisschen in meine Mine gehen, mal gucken. Vielleicht finde ich da ja doch was. Oh, Frau macht wieder Krach. Oh, ich muss was essen. Oh, ich habe was zu essen. Oh, mein Mensch. Hast du was? Ja, ja. So, der Krach lockt Zombies an. Das ist korrekt. Das wissen wir aber eben nicht erst seit heute. Nö. Hm? Achso. Lala, moin. Hallo. Was hast du denn Schönes? Oh, du hast ein bisschen Kupfer für mich, das ist aber herrlich. La la la. So, mal unten gucken gehen. So. Was meine Mine macht. Das Loch ist ja schon ein bisschen üppig, aber nichts dahinter. Das ist ein bisschen scheiße. Das ist deprimierend. Wenn hinter dem Loch nichts ist. Ja, nun. Das ist schlecht. Ja. Mann. Mann. Na, ist da oben was? Na? Na? Nee. War ja klar. So, noch ein Schlückchen trinken. Trinken? Trinken. Oh, so prall war das aber nicht hier in einem Scheiß, ey. Hm. Fuck off. So, kommen wir zu meiner Lieblingsbeschäftigung. Die da wäre? Mhm. Ich glaube, ich werde auch noch mal gleich ein bisschen TNT craften. Das gibt mir so ein bisschen Sender hier. Ich habe doch noch Gras dabei, ne? Ja. Was? Oh, hast du Gras dabei? Ey, ey, schieb mir mal drüber. Oh. Na komm hier hoch. La la la. Kohle, 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 Kohle. Oh, reingehuscht. So, und war doch. Da war doch. Nee. Harte Arbeit hier. Schieß Pulver da. Tools and Traps, TNT. Da. Warum habe ich das nur so doll verkleidet?
Wie bin ich nur auf diese doofe Idee gekommen? Da muss ich irgendwas geritten haben. Ja. Ja. Oh, das TNT braucht aber auch. Mensch. Ja, TNT dauert echt lange. Stimmt. Ich brauch Kaffee. Ich nehme mal das Hälfte. Hier dauert auch gerade. Da kloppt aber irgendwie höre ich da gerade was an. Zombies rumeiern. Ja, Zombie rumeiern höre ich auch nicht. Ich glaube, der haut auch schon wieder hier gegen mein Haus. Gut möglich. Geh mal raus, mal gucken. Mein Haus. So, noch jemand hier? Hä? Hä? Nicht. Mein Block. Möchtest du mein schickes Haus etwa als Block bezeichnen? Ja. Nein, aber es war doch mal so ein Lied von Sido. Ja, ich weiß, aber das sind Sachen, sowas erwähnt man nicht, weil es... Gut, reden wir nicht drüber. Och komm, Mann! Ein schlechter Sänger ist er nicht. Er ist überhaupt kein Sänger. Naja, gut, Hip-Hopper, Rapper, wie auch immer du das bezeichnen willst. Eben, und das sind Leute, die gehören unter Todesstrafe. Nee. Wow. So, in welche Richtung springe ich mich mal? So. So weit, so gut. Noch alles heil. So. Ja, das sieht doch schon wieder richtig gut aus. Ich finde hier nichts, du. Überhaupt nichts finde ich hier. Nee, bei mir ist auch ganz schön... Also das ist echt mau. Warum auch immer. Ich weiß auch nicht, wie es jetzt derzeitig ist. Ob man wirklich nur gebietstechnisch was findet, oder... Nö, das glaube ich nicht. Also halt ich hatte mal gehört, jetzt nur dicht unter der Oberfläche, aber ob das stimmt, also bis 20 Block unter der Oberfläche, glaube ich, aber ob das stimmt, weiß ich nicht. Ja, so tief sind wir ja noch nicht. Hoffe ich. Aber ich würde mich mal gleich nach oben sprengen, glaube ich, oder mal? Nee, auch nicht. Naja. Naja, was heißt 20 Block? Kann man denn bei 7 Days to Die 20 Block abschätzen? Ja, keine Ahnung. Also ich sag mal, ich habe schon in ganz anderen Tiefen. Ich habe hier schon in ganz anderen Tiefen auf anderen Servern schon Ressourcen tiefer gefunden. Also von daher. Ja, ich auch, aber wollte nicht. 20 Block ist schon recht tief. Aber ich komme hier nicht dran vorbei. Ich werde mir erstmal jetzt ein bisschen Kaffee reinziehen und gehe das Gekloppe los. Ah, großartig. Ich muss mir erstmal nur eine kleine Treppe hier kloppen. Mache ich denn das am dümmsten? Ja, quasi großartig.
So, mein Panic Room besteht noch. Trotz Loch. Bop, bop, bop. Richtig. Lochschaufel habe ich sogar. Ja, dabei. Ich wollte hier eine Treppe und was mache ich? Naja, egal. Ach ja, das wollte ich auch noch machen. Das hier ist Stein. So. Zum Abschluss der Folge wäre es so schön, jemanden zu reisen zu können. Ich hab Metall gefunden! Da siehst du. So, bisschen noch für die Optik. Leute, es gibt Metall. Dann wird auch Zeit. Ich habe jetzt aber echt Panik, irgendwie Sprengstoff einzusetzen. Nee, mach lieber nicht. Nee, wie gesagt, ich glaube nämlich, meins ist irgendwie und so, ne? Würde ich nicht riskieren. Lieber ein bisschen mehr abbauen. Huch. Das war's an Metall? Nee, wollte gerade sagen. Hauptsache, du gerade so leicht enttäuscht an. Ja, weil das war irgendwann nur ein Block gewesen. Von daher wäre das echt mager gewesen. Klein wenig, ja. Ja, warte nun. Also. Na gut, Erde auch für mich später. Ich habe ja keine Geduld für solche Spielchen. Wieso Käffchen hast du jetzt dabei, oder nicht? Ja. Ist das doch alles gar nicht mehr so schlimm. Alle mal wegschauen. Doch, man kann sprengen. Ja, okay. Tut mir leid, ich muss das ausprobieren. Du, Norde schießt aufs TNT, während ich es in der Hand habe, also. Das, ja, nee. Das war nicht so. Nein. Das war Video, eigentlich genauso. Wir haben Videobeweise. Nee. Ja, nur auf meinem Video. Könnte ja aus Versehen weg sein. Ganz aus Versehen. Ist auch noch Metall? Nö. Wie viel Metall habe ich denn jetzt? Oh, ich finde hier nichts, ey. Das ist so elend. Iron Ore 2? Ich habe nur 2 Iron Ore. Das ist ja mager. Was mach ich denn hier? Also, Mensch. So, Erde, Erde. Nee, das ist keine Erde. Das ist Erde. Oh, so, 2 TNT habe ich noch. Hoffentlich bringen die mir so ein bisschen was hier. So, mal gucken. Ha, bitte. Ich dreh ab, Alter. Naja, solange zumindest einer für Eisen sorgt. Ja, aber toll ist das nicht. Naja, aber zumindest in der Region müsste dann ja noch mehr sein, von daher. Nix da. Ja, ihr Lieben. Nix da. Aber ich pass auf, und nachher stellt er fest, es war gar kein Iron Ore, sondern Lead. Nee, es war mehreres. Es war Coal Ore, also Kohle, es war Iron und es war Lead. Ah, okay. Was ich da jetzt rausgeholt habe. Das ist ja mal gemischt, ja. So, aber das, ob ihr was findet, das ist
ein Rätsel für die nächste Folge. Na, ich bin ja auch gar nicht in der Mine, sondern ich mache hier gerade mein Fundament unterm Zaun fertig. Ach so. Unter meinem Käfig. Es ist ja nicht sonderlich spannend, aber dafür sieht's nachher richtig gut aus. Ja, bestimmt. Ja. Muss mal einen Praxistest erstmal angucken, wenn die Zombie-Horden kommen. Ihr werdet wieder in mein Haus fliehen wollen, glaub mir. Nee, wenn ich erstmal mit meinem Haus, also mit unserem Haus fertig bin, dann passiert da gar nichts. Dann kannst du da Atombomben reinschmeißen. Auf Nordisch. Unsere Männer-WG wird überleben. Das auf jeden Fall. Das ist, was aber auch nicht wirklich praktisch ist, weil überlegen wir mal, im... Au! In so einem Spiel, wenn nur noch zwei Männer übrig sind. Nein! Ach so, na nee. Was ist zusammengebrochen, Syre? Was ist los? Ich bin dabei. Mir ist hier beim Buddeln um die Ecke. Ich habe anscheinend zu weit die Erde ausgehoben und dann ist mir die ganze, das ganze Zaunfragment runtergefallen. Auf mich rauf und hat mir wehgetan. Ja, okay. Ich kann mich noch an eine Szene erinnern, wo ich fragte, willst du nicht erst ein Fundament setzen? Oh, okay. Okay. Es hat doch bis hierhin auch super geklappt. Es ist ja nicht das Erste. Ich habe es halt nur ein bisschen übertrieben. Okay, wir gehen auf das Thema jetzt nicht näher ein. Und da der Bert ja jetzt Eisen gefunden hat, kann ich ja neu machen. Ja, das ist ja unser Eisen. Ach, jetzt ist es euer Eisen. Ist ja seine Mine, also unser. So, ihr Lieben, wenn euch diese Folge gefallen hat, und ich euch ein bisschen leid tue, dass ich hier, ne, immer für mich selbst sorgen muss. Ja, genau. Wenn da draußen irgendwo eine Frau ist, die ein bisschen gescheit ist mit 7 Days to Die. Dann einmal nach Kiel schicken, danke. Kann sie sich gerne... Kann sie sich gerne einmal melden. Ach so, ja klar, weil da ist ja... Oh, Mann. Alter. Damit sie der Xyra ein bisschen um die Arme greifen kann bei der nächsten Aufnahme, die wir machen. Also das behalten wir mal im Auge. Also meldet euch und dann kriegen wir es bestimmt irgendwie hin. Genau, Bewerbung so an Nordisch. So, und an dieser Stelle sage ich dann schönen Tag noch und tschüss. Und tschüss.